Herzlich willkommen. Episode. Alter Schwede, was geht, Alter? Da fliegt mir aber die Mandel richtig hoch durchs Nasenloch, ey. Zack, am Gaumen vorbei. Schön nochmal das Zäpfchen geküsst und dann zack, raus mit dem Ding und dann durch die Knoblauchpresse. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen eine Runde Say No More und wie ihr hört, ist meine Stimme irgendwie ein bisschen angeschlagen. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht war ich gestern mit offenem Mund gebückt vorwärts durch ein vollblühendes Maisfeld gerannt bin. Und sagte, hey Kreis, Moment mal, ist doch irgendwie April, da ist doch noch gar kein Mais da. Nun, ihr wisst ja nicht, wo ich war. Also, Freunde, willkommen zurück. Wir sind bereit. Nein, natürlich sind wir nicht bereit. Nein, wir müssen mehr Nein sagen. Nein, ach man, es gibt nicht mal einen Erfolg dafür. Leute, was ist, also die haben das Spiel an sich gut durchdacht, aber das haben sie vergessen. So, wir wurden rausgekickt vom echten CEO, der die ganze Zeit versteckt als Undercover-Boss unterwegs war und uns jetzt richtig ordentlich aus dem Fenster gegeben hat. Was wird passieren? Wie wird es enden? Keiner weiß es so genau. Dinge fliegen da, die Kassette wurde zerstört. Oh mein Gott, wie sollen wir ohne unseren Trainer klarkommen? Aber wir haben die dreifache Macht des Neins mittlerweile. Was wird passieren? Was wird... Ich bin echt gespannt. Saying yes is a kind thing to do. Use this power responsibly. It's all about being a real team player. Dental plan. Saying yes is a kind thing to do. Es ist vielleicht nett, aber man selbst zerstört sich doch auf Dauer selbst komplett damit. Telefon. Das ist ein Telefon. Wie hoch ist denn dieses Gebäude? Hey. How are you? Hey, ja, ganz gut. There you are. Hey. Wieso kann er das Telefon steuern? About the rent. Ja. Can you pay for it this month? Please, I really need it. Oh nein, muss ich jetzt etwa ja sagen? I can do myself. But there is one last critical thing that I cannot help you with. Saying no to mean lunch-stealing jerks or to bad bosses, that's one thing. But saying no to your best friend who's in need, even if it's pushing your limit and they're being a jerk themselves, it's impossible. Oh nein, vielleicht ist er deswegen... Oh nein, es ist... Sorry. Es ist impossible. Das impossible no. Ich glaube, wenn wir das impossible... Well, I know this is already the ninth month in a row, but it's just, you know, a job in this economy. Oh Mann, ey. It's impossible to get anything good nowadays. And I'm just overqualified for other jobs. I just can't find anything at all. It's just demoralizing. I end up having to go to the arcade to make myself feel better. Wie, warum kann er in die Arcade gehen, aber kein Geld für die Miete? It's the worst. Ja, es ist wirklich schlimm. I do try, you know? It's just really hard. Ja, glaube ich. Nein. No. What? Okay, ich hab's gesagt, das Impossible Now ist gesprochen. So you're just gonna throw me out the window like this? I just bye. Oh wow. Das ist echt, krieg Gänsehaut, das ist ja krass. Das Impossible No, ey. Ich hab's ausgesprochen. Oh, er ruft doch nochmal an. I'm sorry. I'm really sorry. I shouted at you and that wasn't cool and... Thank you. For saying... that word. It's oh, just, meine Güte. You were helping me all this time, but it seemed like you were so distant. Like, you weren't even there. Does that make sense? And now, when you told me that you can't, you were there. And I felt like you were present. And I appreciate your honesty and your support. Ehrlich ist immer am besten, okay. Leute. It's time I do some job hunting for real. I'll see you later tonight. Bye. Alter.
ist jetzt schon echt ganz schön sentimental. Finde ich schon ganz schön krass. Ein letztes Nein zu einem guten Freund. Uff. Das Krokodil ist wieder da. Come with me, intern. Was ist you jetzt? Are dead. Nein. It is time for you to join me and go to the other side. Okay, da brauche ich aber ein hitziges. Da nehme ich you ein hitziges. Know where the other dead. Er klatscht. I see. Thanks. Und jetzt lachen wir über dich tot. I see. Nein, wir sind nicht tot. Ich kann nicht sterben. Impossible. Wait, what's happening? Ja, besiegen wir sogar den Tod? Hey, you! No loitering! Wow! Oh Mann, ist das krank, aber irgendwie so geil. Ja, Kapitel 8. You can't just hover around like that. Get down here. Nein. Boah, das ist wie so ein Genki-Dama, ey. Alle 10.000 Jahre. Nein! We sincerely regret your loss. Your loss? Boss? No, I said loss. The intern. They're alive. What? Incredible! Get a crew down there! Benny, what are you waiting for? I'll cancel the flower arrangement. Da ist meine Lunchbox und die werde ich mir holen. They don't need one. What do you mean? Nein! Aus dem Weg! Oh, jetzt zerstört das ganze Büro. Ich habe unendlich Nein-Power, Leute. Ich habe das Impossible No ausgesprochen. Durch die Wand, es gibt keine Türen. Nein! Nein, ich kann über Wasser laufen. Ich sage einfach Nein zur Schwerkraft. Ich sage Nein zum Tod. Ich sage Nein zu Flora und Fauna. Mir ist alles egal. Ich werde nach da oben in dieses Büro zurückreisen. Wow! Das ist so richtig krank geil. Give me that. Welcome back to Coward CEO Live. You won't believe what's happening. Nein! That's right. The intern is not only alive, but is going back to confront the CEO. Along the way, they've already freed fellow co-workers. Oh, hello. Tell me, how do you feel? The intern's the best. Woo! Yay! Incredible. Let's see if we can get a few more opinions about... The intern taught me how to say no. Yeah! Wow! The intern showed me that it's okay to be me. Amazing! The intern showed me that there is no time like the present. Nein! I want you to marry me! Yay! Let's call Steph! Oh my! I'm quitting my job and opening a bakery! Yeah! Yes, love is real! Truly love is real! Oh Mann, Leute, was geht hier ab? Das ist so gut! It's incredible just what's happening here! All because of a single intern and a single lunchbox! The lunchbox. Die Lunchbox. Let's get the intern's lunchbox back. Ja, bringt ihm die Lunchbox. Oh Gott, er setzt sich in die Ecke zum Weinen. We've got plenty to stop them with. Besides, it's been a while since I've had a real challenge.
Do you have an appointment? Actually, yes. I called earlier. Should be down as unruly mob. Unkontrollierter Mob? CEO, it's your 7 PM meeting with the unruly mob. It's regarding a lunchbox. What are you doing? Don't just let them in. No. No. Stop this right now. It's time for everyone here to say yes. Was hat sie da? Hat sie das Yes-Tape? Saying yes is a positive thing. It's nice to say yes to friends and family. Nein! Deine Mauern können uns nicht aufhalten. Yes is good. You've said yes to this job. Without yes, you would have no job. Wo wir ohne diesen Job sind oder mit diesem Job, das steht überhaupt nicht in Frage. How dare you? Stop it. Können wir klatschen? This lunchbox is mine. Komm, wir, Leute, lass uns alle zusammen lachen. Ich bin der rechtmäßige Besitzer dieser Lunchbox. To work 100-hour weeks like you. You could have ended the cycle, but you chose to keep it. I'm doing you a favor. I chose to give you the same opportunity as I had. You don't even have to work as many hours as I did. You can become like me. You'd only play by the rules. How can you call it a favor? We are working for you. We don't get paid enough in general, especially not to also deal with the fragile personalities of our bosses. Yeah, you can't work as hard as 300 of us, but you earn that much. That's because I basically did the work of 300 people. Now I get to earn the money that I deserve. The money from the company I worked hard to make, that I risked. It's not even about the money. Yeah, we just want to like being at work. What are we even sacrificing our lives for? Ihr Panzer ist noch zu hart, aber wir können ihn durchbrechen. Are you happy? Enough! What? Alter, was geht? Oh Gott! This lunchbox is mine! You cannot take this away from me! I deserve this! You think I want it to be open all the time? To just accept whatever dumb, menial... Was ist jetzt los? Warum sind wir auf einmal in Space? You're a person, too. No, you don't understand. You don't get how stupid it is to have to say yes all the time. You don't know... Oh, I feel you, I feel you. We know what... No, you don't get it. I didn't even want to be like this. I wish it were okay to be weak, to be sad, but apparently that makes you selfish. I just don't want to be a bad person. I just want to fit in. Ja, das hat ja eine so tiefe Botschaft noch, dieses Spiel. Anyway. I can't be anyone else now. I mean, what am I even supposed to do? Alter, die Welt wird nein sagen. I've just tried to do the right thing all this time. Die ganze Welt. Now it's all wrong. It's all bad. Oh, ich muss es echt bis zum Ende gedrückt halten. Nein, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Be your mythical best, Alter. No. Alter, das ballert, ey. Das ballert richtig, Leute. Die Musik ist ein bisschen laut, ne? Im Gegensatz zu den Voices, aber das kann ich jetzt gerade nicht... Das Spiel steht halt einfach auf volle Pulle. It's up to you to stop it for the rest of us. You can be a better person. Make the world a better place. Rück einfach die Lunchbox raus. I'm sorry. Dann kannst du von mir aus zum Mond reisen. I'm a bad boss. I'm a bad person. I screwed over everything and everyone. And now it's all ruined. Forever. Because of me. No.
We can fix this together. Alter, wie cool ist denn das jetzt? Also jetzt mal wirklich. So, da rechnet kein Mensch mit bei so einem Indie-Game. Ist halt so. Ich habe hier mehr Emotions jetzt gerade durchgemacht in einer Viertelstunde als im kompletten neuen Assassin's Creed. Bei 140 Millionen Spielstunden. That sure was a doozy, eh? Oh yeah, yesterday was crazy. It's wild to think it all happened in a single day. Hey, so what happened exactly? I had like one day off and it's like a whole new office. It is a whole new office. It is? The last one did get destroyed. It did? But I mean, the important thing is that we can say no now. Wait, really? Yeah. That's wild. That used to be a big thing. I know. Hey, can anyone do overtime tonight? No, sorry. Tonight? No. Okay, don't worry about it. I'll figure something out. Thanks anyway. Oh, wow. Yeah, see? Oh, you're empty. Do you need a refill? Huh? No, I don't want to bother you. Oh, no, I'm going to the kitchen anyway. Don't worry about it. Good morning, everyone. Morning, Maya. We are running out of ink on this floor. I'll get that sorted for you. Thanks. Everyone good? Can I leave work early tonight? Yeah, that shouldn't be an issue. Just log it in. What's happening? Are you and Zame having a date night? Just a little one to the movies, yeah. Aww. Aww, you two have ins fun. Kino gehen. Will do. Oh, ich würde auch so gerne mal wieder ins Kino gehen. Knock, knock. Steph's pitching training is in 10 minutes. Feel free to join if you'd like in the innovation room. Maya, where are you going? Yeah, take a little break. Oh, I shouldn't. Yeah, come and relax for a few minutes. Play a round of table tennis with us. Hmm. Isn't your thing saying yes? Haha. All right then, but just one. Hey, can you copy these papers? Hmm. No, not really. I'm kind of busy. Ah, dang. Sorry. Hey, I can give you a hand. Oh, thank you so much. Ein echtes Fenster in meinem Büro, endlich. Oh, der Falafelmann, wieso ist er im Büro? No onions. Yay, my lunch order. Thanks. Your lunches are the best. Oh, well, thank you for supporting my business. I have a lunch order for you that's 100 monies. What do you say to that? I guess I'll have to give you my best friend discount. That means it's free. Yay. Lunch order received. I'll see you soon. Ach, and oh, guck mal hier, richtig Hello, schöne Bento Box. Oh, looks like you're ready for lunch. Let's go. Perhaps in a different world, one of nuance and wonder, the advice to say no more is actually pretty bad advice. Oh, Gänsehaut. Wow. Dieses eine Wort hat so ein Gewicht im Endeffekt. Verrückt. Ich bitte darum. Auch wenn es jetzt hier durch eine ja, mehr oder weniger sehr ironische und sarkastische Art und Weise dargestellt ist, aber die Grundbotschaft ist ja so unglaublich
schwerwiegend eigentlich, ja, dass ich da wirklich vollkommen mit dabei bin. Ne, so ist es crazy. Witziges Spiel, Leute, hat sich echt gelohnt. Hat sich echt gelohnt. Und am Ende ist, auch wenn das Gewicht immer sehr schwer ist, dieses Wortes, aber wenn einem Dinge unvernünftig erscheinen und wenn Dinge anderen Leuten wehtun, so, dann muss man auch mal Nein sagen. Auch wenn man sich selber damit verletzt. Wenn man lieber mal einen Tag für sich haben will und auf der Couch sitzen will und Fernsehen gucken will, Serien bingen und das allein, dann muss man auch mal sagen, nein, ich gehe heute nicht mit. Nein, wir setzen uns heute nicht irgendwo hin und betrinken uns wahllos. Und nein, ich kann dir heute leider nicht helfen, weil ich mein eigenes Leben gerade sortiere und ne, wenn ich jetzt dein Haus den ganzen Tag aufräume, dann komme ich zu meinem eigenen Problem am Ende des Tages nicht mehr irgendwie. Und das ist schon sehr gut dargestellt, vor allen Dingen jetzt hier gerade so am Ende, so doof das klingt und so clumsy das Spiel aussieht und ne, trotzdem sehr schön, sehr schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich den Menschen nur empfehlen. Also nicht nur die Botschaft, sondern auch das Spiel. Wenn jemanden kennt, der gerne Videospiele spielt und nie Nein sagen kann, dann sagt ihm hier, ich habe da ein schönes Geschenk für dich. Spiel das Spiel mal durch und nimm dir das zu Herzen. Voice Talents Berlin. Ey, ich möchte auch bitte gerne. Kann ich aufgenommen werden in die Kartei? Die Voice Packs, ey. Maike Blankenhagen und Marius Winter. Hadel Ghazi, Zariel Khalili und Kelly Oda, Yoshi Amao. Ja, man kann's ja, wir können es ja auch vielleicht in einer anderen Sprache nochmal auf Hindi durchspielen. Und die hatten sogar Isländisch und Holländisch. Und warum habe ich es nicht auf Holländisch gespielt eigentlich? Oder auf Russisch? Mann, hier gibt es so viele Sprachen. Warum habe ich die alle... Ah, Mano... Roboto Translation. Domo Ariato, Mr. Roboto. Haben aber doch mehr Leute dran teilgenommen an dem Spiel, als ich dachte, oder? Naja, Freunde, okay. Die Botschaft ist ganz klar. Das Spiel ist echt cool, hat mir gut gefallen. Ja, supportet das so gut es geht. Ne? Supportet nicht immer nur den alten Kreis, sondern auch mal die Leute, von denen der alte Kreis lebt. Das ist immer ganz wichtig, ja. So entsteht am Ende eine wunderschöne humane Masse aus Entwicklern, die ihre Spiele nicht der Öffentlichkeit vorenthalten und Creatern, die Spaß und Freude haben daran, es auf ihre immer wieder völlig individuelle und einzigartige Art und Weise zu präsentieren. Ne? Da entsteht immer eine wunderschöne, extrem humane und gute Sache, die nicht ganz so geprägt ist von irgendwelchen Hardcore-wirtschaftlichen Interessen. Und es wäre schön, wenn es so bleibt, damit wir auf YouTube noch wenigstens ein bisschen individuellen, nicht von Großkonzernen finanzierten Spaß und Unterhaltung haben können. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ja? Mal auch mal Nein zu sagen zu irgendwelchen merkwürdigen Großformaten, die sich so durch die Trends tummeln, weil sie dementsprechend mit so viel Geld unterstützt werden, dass sie überall immer wieder und sehr oberflächlich präsent sind. Auch die kleinen Künstler raussuchen. Und denen mal Hallo sagen, mal einen Kommentar schreiben. Ja, jetzt nicht bei mir persönlich. Ich bin auf dem Level angekommen, wo ich hin will. Viel weiter hinaus will ich gar nicht, sonst fällt man am Ende noch viel tiefer. Ich habe ein gutes Level erreicht. Aber da draußen sind viele andere ganz, ganz kleine Creator, die jeden Tag sich Mühe geben, manchmal sogar mehr als Kreis, die aber einfach nicht gesehen, gehört oder sonst irgendwas werden. Und so ist es in der Spieleindustrie auch. Gerade solche Spiele gehen dann leider immer meistens unter,
obwohl sie eigentlich so gut sind. Ja, so gut. Und da steckt so viel Kram drin, auch wenn es nicht so aussieht. Aber da steckt so viel Kram drin. So viele Menschen haben daran gearbeitet und freuen sich dann, wenn sie sehen, wow, da hat nicht nur er Spaß dran, sondern auch die Leute, die es sich angesehen haben. Und vielleicht kommt dann für die am Ende auch ein bisschen mehr rum und ein bisschen Reputation. Und ne, die geben sich Mühe. Da sitzen Leute abends im Büro länger, als sie müssten eigentlich, nur um irgendwas fertig zu kriegen, was ihnen am Herzen liegt. Und ja, ne, das sollte immer mit beachtet werden. Dass hinter all dem, was wir hier machen, stecken immer sehr, sehr viele individuelle, ganz einzelne Menschenleben mit einem ganz individuellen, einzelnen Alltag. Und das sollte man, deren Wichtigkeit sollte man niemals aus den Augen verlieren. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode oder im nächsten Spiel am besten. Und ja, ich werde mal sehen, was ich noch so finde. Ich bringe noch ein paar alte Projekte zu Ende erstmal jetzt in den nächsten 2-3 Tagen. Und dann schauen wir mal, ne? Wenn ausgerümpelt ist der alte Speicher hier, dann stürzen wir uns auf neuen Kram. Da bin ich mir ganz sicher, wir werden was Cooles finden. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Und ciao mit auch.